Hallo, hier ist Brigitte von Stempelfantasie. Und heute möchte ich euch diese wunderbare Häuschenkarte zeigen. Häuschenkarten gehen immer, also alles mit Häusern geht immer, finde ich. Und ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich irgendwas Neues wieder entdecke. Diese Karte war an der Schauwand auf dem Schiff, also nach Norwegen, wo die ganzen Swaps ausgestellt wurden. Und ich habe sie gesehen und habe mir nur ein Foto davon gemacht. Ich verlinke euch, ich muss nachgucken auf den Fotos. Es geht nur wegen des während des Videos jetzt nicht, von wem die Idee war. Ich fand sie super cool und habe mir dann aufgrund des Fotos irgendwie die Maße für mich rausgesucht und das Ganze jetzt sozusagen rekonstruiert und mit meinem Design gestaltet. So, ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Drumherum ist eine Banderole und jetzt, tata, lässt sie sich so aufklappen. Ich finde sie wahnsinnig toll, weil es einfach mal was total anderes ist. Und sie ist auch ganz schnell gemacht, tatsächlich wirklich schnell. Das Einzige, was ein bisschen dauert, ist ja immer die Dekoration bzw. das Schneiden. Da muss man ein bisschen aufpassen bei diesen hier bei diesen oberen beiden bzw. bei den beiden, dass man das alles richtig rumschneidet und abmisst. Genau, und ich zeige euch jetzt, wie es funktioniert. Ich lasse die mal hier liegen, um sie gegebenenfalls gleich nochmal aufzumachen. So, wir brauchen ein Stück Farbkarton in Grundweiß und zwar nicht extra stark, sondern in normale Grundweiß. Dadurch, dass es zusammengefaltet wird und Designerpapier draufkommt, und innen drin nochmal Farbkarton draufgeklebt wird, ist es stabil genug und da tut es der normale auch. Ich nehme eine DIN A4 Seite und kürze die auf 14,85 cm. 14,85 cm deshalb, weil die Länge, oder ja, die Länge im Prinzip ist 29,7 bei DIN A4. Und die Hälfte sind 14,85. Das heißt, ihr guckt, dass ihr zwischen 14,8 und 14,9 seid und dann passt es. So, das Ganze legen wir jetzt ein. Mit der langen Seite und gehen auch wieder auf diese 14,85. So, ich erkläre euch nachher nochmal, dass ihr die Karte versteht, weil das ist immer ganz wichtig. So, und macht euch hier oben mit der Falzklinge einen Punkt. Also ihr markiert euch die Mitte. So, und jetzt verbindet ihr diese Mitte hier oben mit der Ecke und die Mitte mit der Ecke. Das heißt, ihr legt es so ein, dass dieser Punkt hier auf der Leiste liegt und falzt. Nicht schneiden, falzen. So. Das gleiche machen wir jetzt so auch. Jetzt sieht man auch ein bisschen die Faltlinie sieht man auch ein bisschen den Punkt besser. So, das gleiche machen wir jetzt hier auch nochmal. So, jetzt legen wir das Ganze so ein. Also ihr habt jetzt hier sozusagen eine Pyramide, ein Dreieck und legt die Spitze, dass die nach rechts zeigt. Wichtig ist, dass ihr den Papierschneider so liegen habt, wie ich jetzt. Also im Prinzip richtig rum, sage ich jetzt mal, dass die Zahlen alle richtig rum zu sehen sind. Wir hatten das gestern beim Workshop, dass eine Linkshänderin das andersrum dreht. Also die hat das Teil im Prinzip nach unten und deshalb hat sie dann falsch gefalzt. Also wichtig ist, dass ihr von unten, also von der breiten Pyramide, von der breiten Seite des Dreiecks, dass ihr von dort 9,9 cm abmesst und euch markiert. Nee, Quatsch, ihr markiert nicht, sondern ihr geht auf die Falzlinie, die hierher geht, geht ungefähr hier drauf und müsst ein bisschen probieren. So, jetzt schaue ich mal. Das passt genau. Und auf die hier unten auch. Ich gehe mal ein bisschen höher, dass ihr es sehen könnt. Hier auch wieder und geht nach unten. Das heißt, die Mitte
diese Pyramide, das Dreieck, das bleibt unberührt von der Falzlinie. So, jetzt legen wir das so ein. Das muss ich wieder nach unten machen, dass ihr seht. So, jetzt legen wir es hier ein und zwar bei wieder 9,9. Das erkläre ich euch gleich noch. Und geht mit der Nase hier genau auf die Falzlinie und zieht hier runter. So, das gleiche machen wir jetzt umgekehrt. Da gehen wir allerdings, legen wir mal 9,9 an und gehen auf die Falzlinie nach oben. So. Also Ende vom Lied ist, dass ihr ein Dreieck hier habt und jeweils hier rechts und links unten zwei Quadrate, wo die im Prinzip in der Mitte durchgezogen sind von einer Falzlinie. Guck mal, ob ihr das so gut erkennen könnt. So, jetzt knicken wir zum Berg hin, also zur Erhebung hin. Können wir auch mit dem Papierfalter gut drüber gehen. So. Da seht zu, dass er wirklich sauber faltet. Beziehungsweise falzt. Falzt und faltet. So. Und jetzt legen wir uns das wieder so hin. Und jetzt kommt die Krux, nämlich ihr geht mit den Fingern unterhalb der Falzlinie hin und drückt hier oben leicht dagegen. Ihr seht, dass sich das schon so ein bisschen in die richtige Richtung bewegt. Das gleiche macht ihr hier auch, dass ihr das schon mal sozusagen ein bisschen vorgeknickt habt. Es lässt sich noch nicht ganz knicken, weil es halt keine gerade Linie ist. Und das gleiche macht ihr jetzt hier auch. Und jetzt seht ihr, dass sich das schon hier einknicken lässt. Und ihr drückt das hier runter und die eine Seite ist schon fertig. Das gleiche macht ihr jetzt auf der Seite. Jetzt machen wir das nochmal auf. Drückt hier gegen und geht mit dem Daumen hier so unten drunter rein und drückt die Kante so ein bisschen euch entgegen. So, und jetzt braucht ihr es nur runter zu drücken. Und diese Lasche hier, die fügt ihr einfach hier unten drunter. Und schon ist euer Häuschen fertig, fast fertig. Also zumindest die Basiskarte ist jetzt fertig. So, jetzt habe ich hier tatsächlich eben doch, ich hätte doch richtig so falzen sollen wie am Anfang. Jetzt guckt das ein bisschen unten raus, das ist aber überhaupt nicht schlimm. So, das muss wieder verschwinden. So, jetzt legen wir das nochmal an die Seite und brauchen Designerpapier. Und zwar viermal, habe ich das jetzt hier, hier ist noch eins. Viermal Designerpapier. Ihr könnt es entweder das gleiche nehmen, das ist nämlich einmal für die beiden Vorderseiten und einmal für die Rückseiten hier oben. Achtet darauf, dass ihr entweder neutrales nehmt, was ihr hochkant und quer nehmen wollt, könnt. Oder wenn ihr ein oben und unten habt, dann seht zu, dass ihr überlegt, welches nehmt ihr quer. Überlegt euch das vorher und welches nehmt ihr hochkant hierfür. Und dementsprechend müsst ihr das nämlich dann zuschneiden. Das ist tatsächlich ein bisschen tricky. Also nehmt euch erstmal die Vorderseite zum Beispiel vor. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich die Vorderseite mit den beiden mache. Da ist es total egal. Wichtig ist, wir legen uns das im Prinzip jetzt mal so hin und wir markieren uns jetzt sowohl auf der Seite als auch auf der Seite eine Stelle und schneiden das so ab, dass es sozusagen die Häuschenform hat, damit wir das hier reinkleben können. So, das machen wir jetzt als erstes mal. Und zwar legen wir das an bei 9,4. Markieren uns das und schneiden ab. Also diesmal nicht falzen, sondern schneiden.
immer von der stumpfen Seite sozusagen rein. Wenn ihr von der spitzen reingeht, dann knickt das Papier und dann macht euch das Papier kaputt. Deshalb immer von der stumpfen Seite reingehen. So, das ist jetzt die Seite. Jetzt nehmen wir das andere Papier, legen es auch bei 9,4 an. Jetzt müssen wir es aber unten markieren. Also einmal oben, einmal unten. Immer bei 9,4 anlegen. So, das liegt jetzt in der Mitte. Und jetzt ist die stumpfe Seite sozusagen von unten. So. Das legen wir jetzt mal hier drauf und können das gleich schon aufkleben. Ich lege es aber jetzt trotzdem nochmal weg. Jetzt machen wir erstmal weiter. Jetzt kommt der Innenbereich. Das mal. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich hoffe, ihr seht das. So, jetzt machen wir die Seite. Wieder legen wir das hier an bei 9,4. So, und jetzt überlegen wir, das ist machen wir die linke Seite. Das heißt, da markieren wir unten, so, jetzt muss man nur ein bisschen gucken, da, okay, dass man das auf dem gemusterten Papier sieht, so. So, das ist jetzt sozusagen für hier oben und jetzt machen wir die andere Seite. Da wir das auch hier bei 9,4 auf der Seite anlegen müssen, müssen wir es umgekehrt machen. Das heißt, da müssen wir wieder oben markieren und es dann hinterher rumdrehen. So, da ist die Markierung. So, legen wir es so ein. So. Und legen das jetzt so ein. Und das ist eben, was ich meine, da müsst ihr echt höllisch aufpassen, dass ihr das so rumschneidet, dass auch das Muster, wenn es ein oben und unten gibt, dass das richtig rum ist. Also passt da echt auf. Macht es nacheinander, macht es konzentriert und überlegt euch, wo was hin soll und wie rum das muss. Genau. Also das ist das, was so ein bisschen tricky ist. Kleben wir das mal. Ich hoffe, hier ist noch genug drin. Zähle alles bis zum letzten Rest und mit Schütteln geht das dann immer noch. So, das klebe ich schon mal hier hin. Und bevor ich das jetzt aufklebe, das habe ich nämlich die letzten Male immer vergessen, jetzt habe ich mir hier diesen kleinen Tag, also die Stanzformen, ich habe dafür die Gänseblümchen, charmante Gänseblümchen, glaube ich, heißt es. Ich schreibe es euch wie immer alles unten rein und in die Untertitel. Habe ich hier schon mal ausgestanzt und gestempelt. Jetzt nehme ich mir hier einmal den Leinenfaden, friemel das hier so durch, dass das unten durch geführt wird. So, und ich will das an der rechten Seite, dass das da eine dass die Schleife hier hinkommt. So, das heißt, ich packe mir jetzt hinten drauf ein Dimensional oder auch zwei, dann ist es ein bisschen fixiert. So, klebe mir das jetzt auf mein. So, wie muss es? Falsch, das war ein falsches. So. Klebe mir das jetzt so hier drauf und binde mir das jetzt hier einmal rum. So. Da könnte man jetzt noch mal die Stanze auf der Höhe ungefähr hier eine kleine Kerbe aus stanzen, dass das besser hier hält. So, dann ist das nämlich ein bisschen einfacher.
So. So, dann bleibt das nämlich an Ort und Stelle. So. Jetzt können wir das Ganze hier aufkleben. Ja, jetzt gibt es, glaube ich, den Geist. Passt auf. Also es geht immer noch mal was mit Schütteln. Und gleich nehme ich mir Neues. So, das packe ich mir jetzt hier hin. So, dann machen wir mal mit außen weiter, dass das dann auch schon mal erledigt ist. Jetzt packen wir das hier zusammen und kleben das nach außen. So, hatte ich es gesagt, gell? So. Und so. Genau. Das heißt, das haben wir jetzt schon mal. Jetzt müssen wir noch den Rest fertig machen. Dafür habe ich zwei Quadrate, 9,2 cm mal 9,2 cm, beide. Und die legen wir jetzt nochmal ein und halbieren die. Auch da ist es wieder wichtig zu schauen, gibt es ein oben und unten. Wenn es ein oben und unten gibt, dann macht es durchaus Sinn, jeweils zwei Quadrate zu nehmen, weil die sonst unterschiedliche Musterführung haben. Ich zeige euch das gleich bei dem anderen. Mich persönlich stört das bei gewissen Sachen nicht, gerade wenn das grafische Muster sind. Wenn es jetzt irgendwas ist, was auf dem Kopf steht, ist es natürlich blöd. So, ach nee, ich wollte die andere Seite nehmen. So. Und zwar, ne, bei dem nicht, sondern bei dem hier ist es. Das ist übrigens auch noch eine Karte, die ich gemacht habe. Und da habe ich jetzt mal die Erdbeeren nochmal verwendet. Die Erdbeerstanze gibt es übrigens im Moment noch in der Ausverkaufsecke. Die finde ich richtig cool. Da kann man nämlich auch Birnen draus machen. Genau, und da seht ihr, da habe ich nämlich einmal quer und einmal hoch. Mich stört das allerdings hierbei nicht bei solchen grafischen Mustern. Wenn, wie gesagt, wenn es irgendwas ist, was auf dem Kopf steht, fände ich es jetzt doof. Dafür würde ich es jetzt nicht nehmen. Das heißt, Augen auf bei der Papierwahl. Jetzt packen wir das mal hier unten hin, weil hier innen drin kommt nochmal der Farbkarton in Babyrosa. Dann ist das eine schöne Abwechslung von den Farben her. Hier habe ich noch die Schnittkante drin, da gehe ich jetzt nochmal kurz drüber. So. Und das gleiche hier, obwohl es mir immer in der Seele wehtut, wenn ich irgendwelche Punkte verklebe oder das Design nicht nehme. Aber hier wollte ich jetzt mal das Streifendesign nehmen, sonst ist mir das zu unruhig. Genau, jetzt kommt das hier. Das ist das Papier einfach eklektisch. Das ist einfach so wunderschön und gibt es halt bis Ende Juni auch noch günstiger. Das heißt, es ist ein richtig großer Papierpacken mit 48 Blatt, 12x12 Zoll. Also da habt ihr richtig was von, könnt da richtig viel draus machen und müsst gar nicht geizig sein. Ich weiß, dass man mit dem Lieblingspapier oft geizig ist und es nicht verwenden will und lieber streichelt. Aber da könnt ihr so richtig verschwenderisch sein, weil da gibt es von jedem Design 4 Blatt und zwar in groß. Das ist total cool. Und von daher, und das gibt es halt jetzt statt für 37,50 für 31,45 mit 15% Rabatt in der Designerpapieraktion. Und bei dem lohnt es sich halt richtig. So, jetzt haben wir das soweit fertig. Jetzt brauchen wir in der Mitte noch ein Blatt Babyrosa. Jetzt muss ich gerade mal das rausholen. Das habe ich nämlich vergessen zuzuschneiden. Und zwar brauchen wir das in den Maßen 14,2 mal 9,4. So, 14,2 mal 9,4, das haben wir jetzt. Und jetzt müssen wir das noch zuschneiden. Und
Und zwar legen wir das mittig bei 4,7 an, markieren wieder, hier oben eine Markierung, legen das bei 9,4 an, das ist richtig, bei 9,4, ja, markieren das hier auch. So, und jetzt schneiden wir von die Ecken ab, von hier bis da und von der Markierung zur Spitze. So. Und kleben das jetzt noch mittig rein. Müsst ihr auch nicht. Also wenn ihr das sozusagen freilassen wollt, könnt ihr das auch. Ich finde es halt noch ganz nett, wenn es da noch mal was Farbiges reinkommt. So, ich glaube, danach hat es das auch getan. Kriege ich nämlich... Na, also komm, jetzt mach nicht auf dem noch schlapp. So, jetzt kommt es weg. So. Das ist es. So, ade. Das nächste. Jetzt werden wir es noch ein bisschen dekorieren. Und zwar habe ich hier die Gänseblümchen ausgestanzt. Und zwar einmal in weiß und dann das Innenleben in, ich hoffe, da kommt jetzt was raus, das Innenleben in Babyrosa auch nochmal. Ich werde verrückt, wenn die nicht funktionieren, so wie ich das will. So. Na, ich werde wahnsinnig. Jetzt ist das... Hier, das fühlt sich noch relativ voll an. So. Hoffen wir mal, ja. Packe ich mir hier Kleber drauf. So. Und schaue, dass ich mir die hier richtig reinklebe. Genau. Dann habe ich hier noch einen Punkt, den habe ich mir jetzt hier in Zitronenparfum ausgestanzt. Man könnte das auch hier in dem Terrakotta machen, aber gestern beim Workshop hatten das zwei Teilnehmerinnen mit diesem Papier und das fand ich so schön. So, das machen wir dich rein. Genau, und das klebe ich mir jetzt hier unten. Klebe ich mir jetzt noch zwei Dimensionals hin, so Mini-Dimensionals. Und klebe mir das. Na, komm schon. Klebe mir das hier drauf. So. Die anderen habe ich schon vorbereitet. Einmal in der Variante und einmal in der Variante. Da mache ich das jetzt auch. Zwei Dimensionals hier hin. Einmal hier drauf. Und hier das mache ich so hochkant. So, das klebe ich mir hier unten drauf. So, und dann ist der Innenbereich schon fertig. Und ihr seht, es fügt sich wunderbar zusammen. Jetzt brauchen wir noch eine Banderole. Dafür habe ich Pergamentpapier genommen, was sich dazu auch super eignet. Ich habe es nur leider noch nicht wieder bestellt. Meins ist schon aufgebraucht. Das Pergament Basics, besondere Designerpapier. Ist auch jetzt im Jahreskatalog. Hat es vom Frühjahr Sommerkatalog auch in den Jahreskatalog geschafft. Das ist super schön mit Punkten, mit Streifen und mit Blümchen. Hier habe ich es mit Streifen verwendet. Das waren allerdings auch meine letzten Reste. So, und das nehme ich jetzt. Es ist schon relativ dick jetzt. Das hat die Maße 22 cm mal 4,5. Das lege ich mir jetzt so zurecht. Mache mir auf die eine Seite. Ne, drehe es rum, mache es mir auf die Seite. Ganz außen hin. Ein Stück doppelseitiges Klebeband, drehe es mir wieder rum. So. Und jetzt lege ich mir das erstmal zurecht. Das passt.
So. Und jetzt kommt noch ein Gruß da drauf. Dafür habe ich mir auch noch mal hier das Band zurechtgelegt. Und ich habe mir hier einmal die Gänseblümchen noch ausgestanzt und zwar relativ schlicht. Jetzt machen wir das folgendermaßen. Ich wollte die nicht ganz in weiß lassen, aber ich nehme jetzt einen Blending-Pinsel und zwar den Mini-Pinsel. Und ist sogar noch was drauf, das reicht sogar noch. Und gehe hier einfach über die Mitte. Also es geht nur darum, so einen kleinen Farbakzent zu setzen. Mehr brauchst du gar nicht. So, einmal so und einmal nehme ich mir den hier, nehme mir das Baby Rosa. Und gehe hier so ein bisschen drüber. Das könnt ihr auch mit Fingerschwämmchen machen. Das ist halt, so kriegt ihr so leichte Farbakzente da rein, was ich total schön finde. Und es gibt dem Ganzen so eine Natürlichkeit, finde ich. Also ich mag das sehr gerne. So, noch ein bisschen. So. Und fertig ist das Ganze. Das klebe ich mir jetzt so hier drauf. Pack mir hier kleine Dimensionals unten drunter. So. Und jetzt geschaut, dass die Dimensionals auch wirklich, dass das alles auch wirklich nur hier drauf klebt. Also das ist nicht, also auf der Banderole meine ich, dass es wirklich hier drauf klebt, sonst kriegt ihr beim Abziehen Probleme. Und jetzt packe ich mir einfach nochmal hier das durch. Einmal unten durchgezogen wird. Wie eben auch schon. Dimensional hier unten drunter. Das reicht, glaube ich. Und pack mir das jetzt hier hin. Einmal drumherum. Ich liebe diese Karte. Ich finde die wahnsinnig schön. Und ich liebe auch dieses Gänseblümchen-Set. Ich habe erst gedacht, nein, ich brauche es nicht. Doch, ich brauche es doch. Weil es echt schön ist und einfach. Also ich bin gar nicht so der... Also ich brauche gar nicht unbedingt das gestempelte Set. Wobei ich es mir natürlich mitbestellt habe. Weil einfach auch nette Sprüche dabei sind. Aber diese Stanzform finde ich super. Oft braucht man auch, finde ich, nur die Stanzform. Also bei vielen Sets nicht, da braucht man alles. Aber bei manchen Sets wie Wunderschöne Werke, da reichen mir tatsächlich auch die Stanzformen. Dann gebe ich das Geld lieber für noch andere tolle Sachen aus, die so im Katalog noch auf mich warten. Denn wie immer ist es ja so, dass man manche Sachen erst nach und nach entdeckt. So, das sind die verschiedenen Karten. Ich zeige sie euch nochmal. Das ist die Variante. So. Ein bisschen hier aufräumen. Und die Erdbeervariante. Die übrigens oben drüber lässt sich das deutlich besser ziehen, als wenn man es versucht, unten rein zu friemeln. So, das sind die verschiedenen Varianten, Häuschen-Varianten. Und ihr seht, alles in fröhlich bunten Sommerfarben und mit Sommerthemen. Und dieses Papier ist tatsächlich einfach nur der Knaller. Also schnappt es euch noch. Ihr könnt es gerne bei mir bestellen. Bis Ende Juni ist es halt noch im Angebot und ansonsten jederzeit über meinen Online-Shop oder schreibt mir über mein Kontaktformular eine Nachricht, eure Bestellung oder über E-Mail an info@stempelfantasie.com und alle Infos findet ihr auf meiner Website. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und bis ganz, ganz bald. Ciao!